So, Knoblauch. Oh Gott, die muss ich erst alle verkaufen. Zwiebeln habe ich noch. Die sind auf jeden Fall noch im Lager. Knoblauch müsste ich wahrscheinlich erstmal finden. Und Löwenzahn war nochmal am Strand. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal an den Strand. So ging es mir mit Gedichtsanalyse im Deutschunterricht. Vollkommen richtig. Da frage ich mich bis heute, was Lehrer sich eigentlich rausnehmen zu sagen, das ist richtig interpretiert oder das ist falsch interpretiert. Das geht gar nicht. Du weißt nämlich teilweise von den Leuten gar nicht, ob es richtig interpretiert ist oder nicht. Das beste Beispiel dafür ist, welcher Sänger war das? Das war irgendein Sänger, irgend so ein Schmusesänger. Wie heißt denn der? Das ist so ein Schmusibusi-Sänger gewesen. Der hat die ganze Zeit irgendwie so komische Schmuse-Songs gesungen. Ich weiß noch nicht welcher. Ups. Ist doch nicht Löwenzahn hier? Habe ich es gerade verpeilt? Wo war Löwenzahn? Ich guck nochmal im Inventar, warte. Schmusi-Busi-Si. Nee, das war so ein anderer. Warte mal, wie heißt denn der nochmal? Der hat so eine Quarkestimme gehabt. Irgendwas mit... Ja, immer was mit Love, es war ja klar, ne? Warte mal, wo guck ich jetzt eigentlich nach? Bei Zutaten? Ne, bei Dings muss ich gucken. Bei Sammeln hier, genau. Löwenzahn? Hauptplatz. Okay, ich hab's total verpeilt. Der war doch im Hauptplatz. Wie heißt denn der Schmusi-Busi-Sänger? Du bist da an die Kübel mit seiner Quarkestimme. Nein, nee, der war das nicht. You're beautiful, you're beautiful, you're beautiful, it's true. Wie heißt denn der? Ich finde keinen Löwenzahn. James Blunt, genau so heißt der, genau, James Blunt. Ja, genau, der. Der hat anscheinend einen Song rausgebracht, der total romantisch gewesen ist. Ich suche jetzt übrigens Löwenzahn. Ich wundere, warum ich hier grob blöd rumlaufe. Oh je, es wird langsam spät. Hier ist Löwenzahn. Der hat einen total schmusi-busi geilen Song da gesungen und sowas. Und hat dann gesagt, wo alle immer so abgefeiert sind, oh, das ist so ein toller Song und was weiß ich. Und irgendeinem Interview hat er mal gesagt, Leute, wisst ihr eigentlich, worum es in dem Song geht? Und dann, ich glaube, es ging um eine drogensüchtige Frau. Oder irgendwie sowas. Es kann sogar sein, dass es You're Beautiful gewesen ist. Warte mal, das google ich jetzt ja. Warte mal, ich glaube, das war sogar You're Beautiful. Warte mal. James Blunt. You're Beautiful? You're Beautiful. You're Beautiful. Bedeutung. Bedeutung. Warte mal. Ja, das ist die wahre Bedeutung von James Blunt's Single You're Beautiful. Warte, ich gucke das jetzt ganz kurz nach. Das geht ganz schnell, Leute. Das war aber... das ist wieder die beste, der beste Beweis dafür, dass Leute manchmal einfach komplett was Falsches da rein interpretieren. Warte. Ah, er ist so romantisch. Ich will die Single You're Beautiful auf meiner Hochzeit hören. Diese Leute sind angepiept. Auch sagen viele Fans, dass ich so romantisch bin. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Ich bin es nicht. Und You're Beautiful ist auch nicht dieser softe, romantische Scheiß-Song. Es geht, das hat er so gesagt. Ich lese es jetzt vor. Es geht dabei um einen Kerl, der so high auf Drogen ist und dabei in der U-Bahn die Freundin von einem anderen stalkt, während dieser Typ direkt vor ihm steht. Er sollte dafür weggesperrt werden oder direkt ins Gefängnis wandern, da er so ein Perverser ist. You're Beautiful. Oh, das will ich bei meiner Hochzeit hören. Das ist das beste Beispiel dafür, dass man was komplett anderes reininterpretiert, weißt du? Das ist das beste Beispiel dafür. Und wenn du das auf der Hochzeit gespielt hast, stell dir vor, du hast das jetzt wirklich auf der Hochzeit gespielt. Wirklich auf der Hochzeit spielen gehabt. Und letztendlich erfährst du im Nachhinein diese Bedeutung. Denkst du dir doch so, Alter, oh mein Gott, was habe ich da gemacht? Ja,
So ist das, liebe Leute. So ist das. So, ein Löwenzahn fehlt mir noch. Den finde ich jetzt nicht. Der ist nicht mehr da, ne? Willst du Overwatch 2 spielen? Nee, davon hatten wir es vorhin schon. Nein. Also man setzt sich doch mit den Texten auseinander, wenn man sowas zur Hochzeit spielt. Also bei mir auf der Hochzeit spielt I'm Sexy and I Know It. Ich kenne den Text zwar nicht, aber ich denke, das passt zu mir. I'm sexy and I know it. Und dann laufe ich vor. Okay, ja, gut. Das war's. Löwenzahn kriege ich jetzt gerade aktuell nicht hin, deswegen gehen wir jetzt Knoblauch suchen. Das weiß ich. Lassen wir den Löwenzahn erstmal Löwenzahn sein, aber gucken wir wenigstens nach Knoblauch und Zwiebeln, wissen wir, dass wir sie haben. Wir müssen sie nur noch holen. Oder abholen, besser gesagt. Honeybee, hallo! Die alte Gotel stöhnt rum. Kann durchaus sein. Ich sag mal so, sie wurde ja gerade penetriert von Wally. Und das nicht zu knapp. Das war ja offensichtlich oft genug. So, hier ist Knoblauch, warte. Ja. Wie viel brauchen wir? 3. Okay, das könnten wir vielleicht mit einem Mal looten hinkriegen. Wenn ich Glück habe. Hier ist gerade mal nix. Hier. Direkt neben mir. Und da hinten könnte noch eine sein. Ach so, da war auch Knoblauch drin. Ich dachte schon. So ein Kackbild, weißt du. Ich will Knoblauch, kein Bild. Ah, hier ist noch Knoblauch, ne? Ja. Man braucht hier voll viel Knoblauch, ist mir aufgefallen. Oh. Das nehme ich auch noch mit. Wenn das da schon liegt. Ach, das war die Sonnenstadt. Das war das eine Fragment, was hier rumliegt. Ah, cool. Das war Gotels Aufgabe. Ja. Super, okay. Also, das heißt, die Zwiebeln haben wir auch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis Löwenzahn wieder wächst. Und dann können wir die Quest abschließen. Super. Hast du eben Löwenzahn gedudelt? Die ersten paar Töne haben mir Instant Vibes gegeben. Ja, genau, Löwenzahn. So. Oh, warte. Und das mag ich auch immer so gerne. Weil ich jetzt aufgelevelt bin, konnte ich das nicht mehrmals looten. Das war fies, ne? Die Coverversion von Only... Was? Only One Noah auf YouTube von einem Sexy in a Note ist aber echt schön. Die Coverversion... Oh Gott, da bin ich raus. Das kenne ich nicht. I'm sexy and I know it. Das ist bestimmt so eine richtige Schmuseballade oder irgendwie sowas. Wobei eigentlich der Sex ja eigentlich... Der Sex... Der Text. Wobei der Sex eigentlich im Text drin vorkommt, ja. Nee, wobei der Text ja eigentlich ziemlich sexuell angehaucht ist. Oder nicht? Das fühle ich mich wieder alt. Das mit dem Fragment war auch komisch und gefühlt nicht so, wie das Spiel es vorgesehen hatte. Bei mir stimmen die Tageszeiten nicht. Ich jetzt... Okay, ich weiß nur von dem einen. Also das eine habe ich jetzt gerade eben gelootet. So, Paprika. 2, 4, 5. Ja gut, ein bisschen kann da noch rein. So, genau. Kann ich hier sonst noch was anpflanzen? Muss ich mal was kaufen? Dann nehme ich nochmal Paprika. Nee. Oder? Doch, ich nehme nochmal Paprika. Wie oft? Warte. 2. Ich kann das nicht sehen. Ach, geht doch mal alle weg. 2, 4, 6, 8. Oder 2, 4, 6, 8. Ja. Was macht sie da? Hallo, okay, Moment. Kumpel. Kaufen. 8 da. Nee. 8 Paprika habe ich gesagt, ne? So. Yay! Wie
MRS Rainer. Rainer oder wahrscheinlich falsch ausgesprochen. Wie hast du die Pilze wegbekommen bei der Brücke, wo du gerade bist? Das geht, wenn du ein bisschen länger spielst mit den Quests. Ich glaube, das war die Quest mit Merlin. Ich glaube, Merlins Quest war das, oder? Ryan, bitte bestätige mal. Oder alle, diejenigen, die es wissen. Ich glaube, es war eine Merlin-Quest, bei der man, also du musst Merlin halt hochleveln und irgendwann kannst du die Pilze wegmachen. Mit Merlins Hilfe sozusagen. Ja, Merlin. Okay, siehst du? Dann habe ich alles richtig gesagt. Gut. Also Merlin einfach hochleveln und dann geht das. Dann gibt er dir irgendwann eine Aufgabe, mit der du das dann freischalten kannst. War das nicht bei Anna? Oh, kann auch bei Anna gewesen sein. Also die großen Pilze auf jeden Fall bei Merlin. Genau, und Baumstämme bei Anna. Genau, Sternfreak sagt's. Dankeschön, Sternfreak. Genau, die Baumstämme bei Anna und die Pilze, die großen Pilze auf jeden Fall bei Merlin. Und die kleinen Pilze auch bei Merlin. Genau. So war das. Im Wald war mit Anna. Genau, hier stimmt, hier waren ja gar keine Pilze, hier waren ja Baumstämme, stimmt. Ja. Also die kleinen hier, die. Und dann die ganz großen. Die da. Die kriege ich aber mittlerweile auch weg, ne? Ja, die kann ich auch ausbuddeln. Weil wenn die von mir weg ist, dann kann man nicht weg. Und dann stinkt der ganze Wald. Ich muss das lauter stellen, ich weiß. Noch ein Backsäckchen. Soll ich es nochmal probieren, Leute? Für alle, die nicht wissen, was es mit diesem Backsäckchen auf sich hat. Ich habe einen Bug, dass ich kein einziges dieser Säckchen aufmachen kann. Das geht nicht. Jedes Mal, wenn ich versuche, ein Säckchen aufzumachen, stürzt das Spiel ab. Also es friert ein und ich kann nicht mehr weiterspielen. So, besser gesagt. Entschuldigung, ich huste nochmal. Dann sorgen wir aber wenigstens dafür, dass wir abgespeichert haben. Genau. Okay, gut. Und dann prüfen wir das jetzt mal. Das ist mein nächstes Säckchen. Es ist ein Möbelbeutel. Kräuter der Performance. Es geht wieder. Es geht wieder. Okay, dann muss ich meine anderen Säckchen holen. Die habe ich nämlich in einer Lichtung. Habe ich sie abgelegt. Ich habe sie vorher abgelegt, damit ich sie nicht verliere und nicht wegschmeißen muss. Es geht wieder. Oh, ich habe Kräuter der Provence gekriegt. Und wehe, das sind jetzt genau die drei Säckchen, die trotzdem verbuggt sind. Genau, die lagen nämlich hier, guck. Die habe ich extra hier hingelegt. So, warte, ich speichere nochmal ab, um sicher zu gehen. So. Möbelstück? Ich weiß ja, dass die Möbel gehen. Eine Riesenmuschel! Aber die sieht irgendwie nicht so gut aus. Die sieht. Ja, ich finde die tatsächlich nicht so hübsch. Vielleicht, wenn sie auf ist. Wieso bekommst du so geile Sachen? Hä? Findest du? Also die Riesenmuschel fand ich jetzt nicht so gut. Ja, warum kriege ich so geile Sachen? Ist das nicht der hölzerne Kleiderschrank, der gerade bei Dagobert Geld kostet? Ist das nicht exakt der gleiche? Kann ich den an Dagobert jetzt verkaufen? Wie würdest du Lego Brawls bewerten von 1 bis 10? 5. Typisches Gelegenheitsspiel, was aber nicht langfristig Bock macht. Hups, warte. Falscher Knopf gedrückt. So. Und jetzt kommt das viel Interessantere, nämlich Klamotten. Was? Rosane gestrickte Winterhandschuhe. Ja gut, passt ein bisschen dazu, dass ich jetzt gerade hier im Eis bin, ne? Ja, aber die sieht man tatsächlich im Dunkeln nicht so. Die sieht man im Dunkeln jetzt nicht ganz so gut. Ja, müsste ich mir im Hellen mal angucken. Ah, wenigstens ist der Bug weg. Bug weg. Jetzt mal Bugsnacks. Bugsnacks. was hat er noch geschrieben?
Entschuldigung, die ganzen Overwatch 2 Nachrichten, da überfliege ich jetzt mal alles, weil, wo ist denn da irgendwas, was das Spiel hier betrifft? Entschuldigung. Bugsnax müssten wir mal spielen im Stream, das ist funny. Tatsächlich habe ich das schon ewig lang auf der Liste von Spielen, die ich wirklich mal wieder, die ich mal spielen will. Ich habe sogar damals, als das Spiel ganz neu rausgekommen ist, wollte ich es eigentlich spielen, habe es aber dann hinten angestellt, weil andere Spiele wichtiger waren und habe es erstmal gelassen. Aber du hast vollkommen recht, ich will es irgendwann wirklich mal machen. Irgendwann würde ich es schon gerne mal machen. Ich liebe das Disney-Spiel, muss nun auf ein Update warten. Ja, ich bin langsam auch der Meinung, man muss hier echt ordentlich was fixen, bevor man hier wirklich vernünftig spielen kann. Ich suche gerade übrigens wieder Löwenzahn, falls es wieder mal welchen gibt. Man muss hier doch echt ordentlich wieder was fixen. Also, ich habe ja viel Glück gehabt, aber so langsam häuft sich es bei mir auch an. Und es nervt mich natürlich noch nicht so extrem wie bei euch, aber ein bisschen was habe ich auch schon mitgekriegt. Löwenzahn, wo bist du? Ist keiner da. Immer noch keiner da, das gibt's nicht. Kommt der heute überhaupt nochmal? Scheiße. Dann kann ich die Quest ja gar nicht abschließen. Was? Bugsnax habe ich auch noch liegen, muss ich noch spielen. Auf der Switch meinst du? Bei der Switch weiß ich nicht, da traue ich es mich, glaube ich, nicht. Übrigens, Remy schläft bei mir schon wieder, ne? Ich würde es euch nur sagen. Für den Fall, dass ihr noch nicht gewusst habt, dass Remy bei mir wirklich immer pennt. Es ist wirklich so. Es ist hundertprozentig so. Remy schläft immer um diese Uhrzeit. Immer. So. Was wollte ich jetzt noch machen? Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich machen wollte. Handschuhe. Ich hatte Handschuhe in der Hand und habe gesagt, okay, ja, das passt. Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Er hasst dich, denke ich. Mann, was wollte ich jetzt gerade machen? Oh, guck mal, das Sternbild da oben ist voll schön. Das wollte ich jetzt gerade machen. Alter, was hab ich? Ich hab's doch gerade noch. Ich stand da oben. Ich stand oben in einem Eisgedönse. Ah, ich weiß, was ich machen wollte. Ja. Ich will jetzt nämlich das letzte Gebiet freischalten. Da fehlen uns nicht mehr viele Punkte. Wir gehen jetzt in das Gebiet hier unten, sammeln Pilze und versuchen jetzt so einiges an Dreamlight wieder freizuschalten. Und dann werde ich das letzte Gebiet freischalten. So. Löwenzahnsuch. Ja, nee, das habe ich schon gemacht. Danke für den Hinweis. Das war das Erste, was ich machen wollte, aber danach wollte ich noch was machen. Ich wollte tatsächlich hier noch Pilze sammeln. Damit ich Dreamlight bekomme. In Dreamlight Valley natürlich, ne? Bei mir schläft er auch gefühlt immer und Ursula auch. Eben, Ursula anscheinend auch bei vielen. Bei mir ist es Ursula mittlerweile nicht mehr, weil ich mit ihr eine Quest offen habe. Deswegen schläft die nicht. Das war bei Remy auch so. Wenn ich mit dem Quest offen habe, dann schläft er auch nicht. Also ihr müsst quasi wirklich mal eine Uhrzeit nehmen, wo ihr, wo sie mal nicht schlafen und dann so weit leveln, bis die halt eben, bis es keine Quest mehr mit denen gibt. Soll ich mal mit Ariel reden? Hallo. Hallo Toffi. Hallo Toffi, hast du eine Frage? Ja. Bist du wirklich eine Meerjungfrau? Also ich meine, so jung bist du ja nun auch wieder nicht mehr, weißt du? Feliana sagt, deine Mutter sammelt Pilze, aber Nick. Aber Nick. Och Mensch. Och mein, aber Nick, komm. Deine Mutter sammelt Pilze, aber Nick. Ach. Jana, das war wirklich, Entschuldigung, aber wenn Nick nicht wäre, wär das alles besser, ne? Aber nicht im Wald, ne? Deine Mutter sammelt Pilze, aber nicht im Wald. Kappa. Bezog sich das jetzt auf meine Mutter? Ganz schwieriges Thema bei mir. Ich weiß, dass es als Witz gedacht war.
Was ist der größte Fisch, den du je gesehen hast? Wahrscheinlich ein Wal, oder? Nun, ich habe einige ziemlich große Wale gesehen, aber Fische, ich würde sagen, ein Walhai, der eigentlich ein Fisch ist, kein Wal. Ist das nicht verwirrend? Ja, stimmt, wenn er... Oh, ich habe sie gelevelt. Ich krieg ja zwei Outfits am Ende. Das ist ja mega geil. Ach, ich hoffe, dass ich bald in deiner Welt sein. Nein, Tobi, was denkst du von mir? Ja, ich verstehe das. Alles gut, alles gut. So, was habe ich für Geschenke für sie? Stoff hätte ich. Nee, habe ich eigentlich gar nicht. Könnte ich aber machen. Kratzen und gehen. Maikex, dankeschön für den Follow. Dankeschön. Ja, also ich habe gerade nichts dabei, was ich hier geben könnte. Mist. Komm ich bald wieder besuchen. Hallo. Ach, lass uns dein Haus an. Ich habe gerade gedacht, lass uns abhängen. Auf Wiedersehen. Das geht ja gar nicht. Deswegen war ich gerade irritiert. So. Genau. Hups. So, was können wir als nächstes machen? Zur Gemüsesuppe. Mach ein Foto. Verkaufe 3 Gemüse, füttere ein Kleintier, fange 3 Fische. Ich überlege gerade, verkaufe 3 Gemüse geht wahrscheinlich am schnellsten und dann hätten wir es auf jeden Fall. Ja, machen wir das. Verkaufe 3 Gemüse. Ich finde Ursula und Ariel leveln echt anstrengend. Das stimmt. Aber es geht. Also wenn du jetzt regelmäßig mit denen redest und denen auch mal wieder Geschenke gibst, dann geht's eigentlich. Entschuldigung. Aber es ist deutlich anstrengender auf jeden Fall als, ne, als die anderen. Da hast du vollkommen recht. Schön, dich zu sehen. Hast du ihn, wenn schon fertig? Fast. Fast fertig. So, 3 Gemüse verkaufen. Zählt das als Gemüse, eine Chilischote? Ich hoffe. Ja, zählt. Okay. Leute. Toffi hat alles. Was? Ich kann nichts sehen! Och, Mann! Lily Pacific, hallo! Und ein Prost an euch. Letztes Gebiet freischalten. Es ist soweit, Leute. Was wird das letzte Gebiet sein? Ihr wisst ja eh schon alle, aber trotzdem. Für mich ist es jetzt was Neues. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Das mit dem Geschenk ist doch easy. Ja, ist ja gut. Warst du schon in den vergessenen Ländern? Ach, was rede ich? Natürlich nicht. Der Weg dorthin ist von Nachtdorn blockiert. Die solltest du lieber beseitigen. Ja, mach mal. Bravo, Toffi, dein Weg zum vergessenen Land ist frei. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Aber das sieht auch schon so wieder so trostlos aus. Alter, hier brennt's ja. Muss ich das löschen? Boah, Alter. Ist ja mega gruselig. Wer wohnt hier? Ich kann hier gar nicht rein. Hä? Okay, das habe ich nun wirklich nicht erwartet. Hä? Hier brennt es überall und... Hä? Ich habe gedacht, das wäre das Ding. Das vergessene Land. Ich dachte, das wäre irgendwas mit König der Löwen. Aber das sieht hier so ganz anders aus. Max Huber, hey, was für ein Level bist du mittlerweile? 38? Wir hatten vorhin ein Level ab, ich glaube, 38. Wo sehe ich das? Kann ich das irgendwo hier sehen? Oh! Ich bin Helfer des Tals. Ist das gut? Kann ich das hier irgendwo sehen? Sieht aus wie Kürbiskutsche von Cinderella. Ja, stimmt. Ähnlich, ne? Aber ich glaube nicht, dass das damit zu tun hat. Was hat es...
Ist das ein Halloween-Event, das jetzt bald kommt oder so? Oh, das wäre mega geil, ne? Wenn wir so ein Halloween-Event hätten. So zeitlich begrenzt, fände ich mega geil. Okay, ich glaube, ich kann hier auf jeden Fall erstmal nicht rein. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Da vorne war auf jeden Fall noch eine Kiste irgendwo, die ich noch looten konnte. Warte mal, wo war die? Irgendwo war eine. Ich habe doch gerade noch eine gesehen. Ich bin blind. Oh, warte mal. Ach, Mann. Ach, jetzt, ach, ich komme hier nirgendwo durch. Was ist das hier? Aufheben? Ich habe ein Rezept für einen eingebildeten Schneemann bekommen. Okay, das finde ich jetzt sehr sympathisch. Okay, sind verschiedene Blumen und so. Was ist das für Zeug? Wie heißt das? Warte, ich muss mal gucken. Ach, das da. Kristall. Ein hübscher, seltener Kristall, der zur Herstellung verwendet wird. Okay, alles klar. Das ist irgendwelche Kristalle, die man, mit denen man was basteln kann. Aber okay. Damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerade wirklich was komplett anderes erwartet. Im Inventar kannst du, glaube ich, den Level sehen. Ah, okay, warte. Ah ja, da oben steht's. 33, da steht's. Dann haben wir es jetzt. Dankeschön für den Hinweis. Ich finde das Häuschen süß. Doch, ist sonst niedlich. Aber wie gesagt, ich habe komplett was anderes erwartet. Was ist hier hin? Da könnte ich jetzt kochen, glaube ich, ne? Genau. Aber hier ist keiner, oder? Also ich sehe hier niemanden. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann erst später. Aber wir haben jetzt alles freigeschalten. Ich würde ja am liebsten sagen, das fühlt sich sehr befriedigend an, aber es fühlt sich ehrlich gesagt fast ein bisschen traurig an, dass ich jetzt alles freigeschalten habe. Weil das erinnert mich daran, dass es wahrscheinlich irgendwann mal zum Ende des Spiels erstmal kommen wird und wir dann irgendwann nicht mehr wissen, was wir tun können. Das würde mich dann schon ein bisschen traurig machen. Aber so ist das halt, ne, in dem Spiel. Sind das Äpfel? Ja, okay. Ganz normale Äpfel. So. Ja gut, dann lassen wir das jetzt erstmal so stehen, das Gebiet. Gut, ich denke, wir werden irgendwann mal wieder hier hochkommen müssen, um irgendwas zu looten. Ah, hier ist noch eine Kiste. Halt irgendwann, wenn wir irgendwelche ganz besonderen Sachen looten müssen, die halt eben hier wachsen, oder? Fire Phoenix, hallo! Bekomme ich jetzt die YouTube-Nachricht, dass du live bist. Tja. So ist das, ne? Mit YouTube. So, warte, ich muss kurz das auch hier aufheben. Hier. Oh, ich speichere jetzt immer, bevor ich ein Säckchen aufmache. Entschuldigung. Das ist jetzt Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, ne?